Willkommen bei einem neuen Video. Heute sprechen wir nochmal über die Bachelorette, obwohl die Sendung vorbei ist. Ich habe den Johannes da und der Johannes wird heute auspacken und wird hier knallhart erzählen, was alles gelaufen ist während der Sendung. So, da sind wir. Wir sind heute nicht wie gewohnt in meiner üblichen Kulisse, denn wir sind in Düsseldorf und wir haben uns hier nicht ganz zufällig getroffen, aber wir haben uns hier getroffen, deswegen sind wir in einem Hotel und weil das Hotel nicht ganz so schön ist, wie ich mir das vorgestellt habe, haben wir gedacht, wir machen es auf dem Bett, weil die Wände sind gelb und grün und da ich blond bin und ein sehr heller Typ, beißt sich das. Sieht man immer krank aus. Also wenn wir so einen Gelbstich haben, uns geht's gut, das liegt an den Wänden. Ja? Und heute habe ich mir auch mal einige Notizen gemacht, weil ich habe ja ganz viele Fragen vorbereitet, weil du sollst heute eigentlich auspacken, ne? Weil du bist Zweitplatzierter geworden. Das bin ich tatsächlich. Das heißt, du warst von Anfang an bis zum Ende dabei und jetzt wird ausgepackt. Also mal schauen, mit Inhalten wird ausgepackt. Okay, ich fange mal an. Ja? Du weißt ja die Fragen vorher nicht. Insofern dürft ihr jetzt alle sehr gespannt sein, wie die Reaktion von ihm ist, weil wenn ich jetzt die Frage mit ihm vorher durchgegangen wäre, wäre es ja nicht ganz so spannend, das haben wir nicht gemacht. Deswegen die erste Frage, was war deine Motivation überhaupt teilzunehmen? Meine Motivation, also generell kann man sagen, man bekommt dann dieses Angebot und dann ist man einfach mal neugierig. Ja? Es ist schon ein Abenteuer, man bekommt man schon in seinem Leben die Chance, bei der TV-Sendung mitzumachen. Aber Angebot und, heißt, du hast dich schon beworben? Wurdest du angeschrieben? Für mich war es total krass, ja. Ich wurde angeschrieben. Ah. Ich hatte vorher immer so kleine Modeljobs einfach gehabt und war dann in einer Modelkartei registriert. Und dann kam auf einmal im Postfach eine Anfrage von Warner Brothers. Ja, die und scouten dann, immer. Also für viele, die das nicht wissen, ne, das hat sich tatsächlich nicht jeder selber beworben, sondern die scouten auch öfter mal. Genau, und dann hast du gedacht... Ja, war total crazy. Da kam die E-Mail und ich habe das erste, was mir da denkt, das ist ja fake, das kann ja nicht ernst sein, dass es um eine RTL-Produktion geht. Und da stand eine Telefonnummer dabei, habe dann noch ein paar Tage mal erst noch dran rumgezögert und habe ich tatsächlich angerufen. Und ja, dann wurde ich auch schon zum Casting eingeladen, habe den Casting-Termin erst noch zweimal abgesagt, ja, weil ich mir dann doch nicht sicher war, ob ich das wirklich möchte. Und ja, am Ende vom Lied habe ich mich doch dafür entschieden. Weil du es spannend fandest, an der TV-Sendung teilzunehmen oder weil du jetzt die große Liebe erhofft hast? Oder was war so also, der Grund? Ich muss zugeben, ich habe niemals gedacht, dass ich mir vorstellen könnte, mich in der TV-Sendung zu verlieben. Das war zu keiner Sekunde je so, dass ich es gedacht habe. Es war echt das Abenteuer, die Neugier, einfach mal im Fernsehen zu sein, ganz ehrlich. Ja. Verstehe, kann ich wirklich verstehen. Ist auch eine Erfahrung, die nicht jeder erlebt. Und ich habe ja nun auch schon mal sowas getestet und bin auch ehrlich, ich fand es auch total spannend, mal sowas zu machen, auch wenn es nicht Bachelorette war. Besser ist das. Aber jetzt die wichtige Frage. Es hieß ja dieses Mal, oder es war ja so, das erste Mal eine prominente Bachelorette. Kanntest du sie? Ich steige aus dem Auto raus und muss sich echt vorstellen, es ist in echt ganz genau so, wie es der Zuschauer zu Hause sieht. Ja? Man steigt in diese Limousine ein, oder wir hatten ja diese Jeeps. Ja. Und man steigt da ein von der Villa, wo man abholt, peu à peu, immer zwei Jungs zusammen. Und es war auch zufällig, wer sitzt zusammen, also wir konnten es auch nicht aussuchen. Da sitzen wir in einem Auto drin und man fährt dann dahin und die Scheiben sind total verdunkelt. Also sie sind nicht nur so normal. Du kannst nicht durchgucken. Nein, man sieht nichts durch. Drin ist ja noch eine Kamera, die sehr, sehr hell ist. Somit ist man sowieso noch geblendet und man sieht dann einfach nur durch die verdunkelten Scheiben nur diese Gestalt. Und ich musste ja als erstes aussteigen. Ich weiß nicht genau. Warst du der Erste? Musste ich als erstes aussteigen. Und ich sitze dann da, schaue raus, sehe diese Gestalt und die Tür geht auf und Da stand sie. Und du dachtest dir, was? Weil du kanntest sie nicht. Nein, ich kannte sie nicht. Also ich stand da und sehe einfach nur diese wunderschöne Frau und ich war da total sprachlos. Im ersten Moment war das erste Mal, dass ich realisiere, dass wir gerade im TV sind. Denn auf einmal sieht man diese ganzen Kameras, ja, die ganzen Leute, dann steht da diese Frau, du müsstest ja auch nicht ganz der Horst sein, ja, wenn du auf sie zuläufst. Und ich habe das nicht komplett verfolgt, aber ich erinnere mich an der ersten Folge, also eigentlich kannte sie fast keiner, ne? Ja, tatsächlich, einer kannte sie, das war der David. Ja? Der auch gewonnen hat? Der David, der auch gewonnen hat. Solche Geschichten schreibt nur das Fernsehen. Tatsächlich, der David war der Einzige, der sie kannte. Und ich habe dann erst von ihr erfahren, wie ich durch den Hausflur lief, durch die Villa und dann auf die anderen Jungs treffe und dann sagen die mir, hey, das ist Jessica Paschka, die hat schon dies oder jenes schon mal gemacht. Aber war ja vielleicht ganz gut, dass du sie nicht kanntest, weil sie hat ja schon einige Sachen gemacht, die auch polarisiert haben. Deswegen jetzt die Frage, war von Anfang an auch so eine Sympathie da? Also fandest du sie auch gleich toll oder war das erstmal am Anfang so, ja, okay, ist nicht schlecht, mal gucken, wie sie es entwickelt? Oder hat sofort Pen gemacht? Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich stand vorher und ich war beeindruckt von ihrer Aura und von
von ihrem Selbstbewusstsein. Das hat mir am Anfang total geflasht. Das hat sie, ja. Das war, wenn die schaut in die Augen und dann wird aus einem gestandenen Mann, wird dann ein kleiner Junge mal ganz kurz. Und ja, als wir dann das erste Date hatten, war ich auch total nervös, auf eine Frau zu treffen. Das ist mir sonst beim Date noch nie so gegangen. Hattest du gleich am Anfang ein Einzeldate? Oder? Nein, also ich hatte das dritte Einzeldate. Das erste Einzeldate hat der David, danach der Niklas und dann kam ich. Und David hat wir waren beim Golf und Ferrari fahren. Jetzt ist schon wieder. Also als wenn, ja, ich sag's nicht. Aber du hast ja gesagt, ihr hattet ein Einzeldate. Und was viele Zuschauer immer vergessen, ist ja, dass man ja bei dem Einzeldate gefühlt 10 Leute um sich herumstehen hat. Wie viele Kamerateams wird gefilmt? 2 wahrscheinlich mindestens. Mindestens 2. Also ich kann es tatsächlich gar nicht sehen. Das Verrückte ist, es sind ja ganz viele Kamerateams. Also es waren bei meinem Einzeldate bestimmt 4 Kamerateams. Es sind dann irgendwo mit Tonmann etc. sind es irgendwo dann zwischen 10 und 15 Menschen. Aber kommen da echt die Gefühle auf? Also ich stelle mir einfach vor, wenn da einfach eine Kamera vor mir steht, ja, da kommt bei mir alles auf, aber keine Romantik und kein Nichts. Genau dasselbe habe ich mich gefragt, ja, ob das je möglich wäre. Für mich war es aber nur wirklich so, man blendet das alles aus. Denn es geht jetzt wirklich so, ich war sowas von dermaßen auch fixiert auf sie und ich wollte ja sie auch wirklich kennenlernen. Ja. Somit, wenn man jetzt hier quasi irgendwie so, natürlich immer wieder verschluckt man sich und man checkt, okay, hier sind jetzt die Kameraleute, aber irgendwann kommt der Moment, da ist es dir völlig egal, dass da diese Leute sind, denn du willst ja was von ihr wissen. Aber ist man nicht, ja, aber ist man nicht trotzdem kontrollierter und überlegt sich viel mehr, was man macht und was man fragt, weil man ja immer weiß, da schon, ja, oder? Ja, also man ist überlegter und man ist sicherlich gewählter mit seinen Worten. Ja, das hemmt einen, das macht das Flirten total schwer. Also gerade das Flirten, wo man sich ja öffnet, hemmt es. Aber man versucht, irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo man wirklich die Hemmung verliert. Weil man, also das war dann in dem Haus, während wir in der Villa gelebt haben, hat es jeder von uns gemerkt, dass man immer mehr die Hemmung verliert, vor der Kamera was zu machen. Aber weil du gerade sagst, Hemmung, ist tatsächlich eine Frage, die mir in dem Zusammenhang spontan einfällt, die habe ich mir jetzt nicht notiert, du musst natürlich keine Frage beantworten, aber weil du sagst, Hemmung, ihr habt euch ja geküsst irgendwann. Ja? Hat man da Hemmung, das zu machen, weil ja eben die Kamera da ist und sie könnte es auch ablehnen und dann wäre das ja ein bisschen unangenehm. Ist man da gehemmter? Also für mich ist ein Kuss was total Besonderes. Und wenn man diese Chance hat, einen Kuss zu bekommen, dann ist es ja eine tolle Frau zu küssen, dann verliert man diese Hemmungen, der ist der Kuss, die Belohnung, ja, und da freut man sich ja dann. Und da vergisst man auch trotzdem die Kamera. Völlig, also für mich war dieser Moment, als wir uns geküsst haben, der war total magisch, ja, und dann habe ich da wirklich, in dem Moment habe ich die Kameras total vergessen. Und zum Thema Liebe, also die Sendung dreht sich ja um die Liebe. Glaubst du, dass eine wirkliche Liebe aus so einer TV-Sendung entstehen kann? Wenn du mich heute fragst, Stay, das ist anders wie damals. Bevor ich in die Villa einzogen bin, habe ich generell gesagt, ich kann mir das auf gar keinen Fall vorstellen. Mhm. Was, ob man es pauschal sagen kann, glaube ich auch nicht. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass es während der Zeit möglich ist. Denn, oder während man in dieser Traumwelt, Scheinwelt lebt, da gibt es keine andere Frau. Man ist, nee, das verstehe ich. Ja. Also das ist auch das, was, weil viele immer sagen, aber klar, du bist ja da und du bist in dieser Welt und alles andere existiert nicht mehr. Aber ich meine jetzt, der David und die Jessica haben sich ja nun in der Sendung gefunden, aber die Seifenblase platzt ja in dem Moment, wo man nach Deutschland fährt, jeder wohnt auch woanders. Glaubst du, dass das darüber hinaus, da viele Beziehungen zerbrechen ja, glaube ich, im Alltag? Oder glaubst du, es kann auch wirklich passen? Also ich kann mir jetzt in dem Beispiel David, Jessica, kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass es passt. Generell halte ich es ja für eine ganz große Herausforderung, gerade bei den beiden, da ja beide auch... Ein bisschen Job auch, ne? Ein bisschen Job, also sie haben natürlich extrem viele Termine und da ist wirklich die Frage, wie gut sie das gematcht bekommen, ja. Du bist ja ins Finale gekommen, also das heißt, du bist Zweiter geworden. Als du dann im Finale warst und du wusstest, okay, jetzt gibt es nur noch im Prinzip David und dich, hast du dann mit dem zweiten Platz gerechnet? Also war dir schon irgendwie klar, dass er das Rennen wahrscheinlich macht, wenn man so in sich reinhört? Oder hast du immer noch gedacht, nee, die können sich auch für mich entscheiden? Also der Ablauf von so einem Tag vom Finale, der ist eigentlich der spannende. Also das war wirklich ein Hoch und Runter, das war wirklich eine Achterbahnfahrt. Also ich bin am Morgen im Frühstück gesessen und ich war mir ganz sicher, dass ich die letzte Rose bekomme. Echt? Okay. Und weil einfach das alles drumherum, es war sicherlich anders, wie man es heute so sieht, aber das ganze Drumherum war doch sehr besonders. Und ich habe wirklich gedacht, dass ich die letzte Rose bekomme, bis zu dem Zeitpunkt, als wir dann zum Fitting, also uns fertig gemacht haben, also bis wir bekommt man das Make-up, bis man vor die Kamera tritt. Und dann war die Geschichte eigentlich die, ich komme in dieses Restaurant rein, da wurde ein Abteil für uns reserviert. Da hat man dann schon seinen Anzug an, bekommt dann das Fresh-Up, also man wird nochmal abgepudert etc. Und dann fällt mir auf, dass die zwei, die Stylistin und die Kosmetikerin, die sitzen da und hatten die Taschen zu, ja, die Make-up-Tasche war zu und die haben sich noch was zu essen bestellt.
Das heißt, ich war noch sehr entspannt und da wusste ich, ich bin der Erste, der ankommt. Ja. Ah. Und das ist ein ganz, ganz blödes Zeichen. Ja. Und da war ich wieder vorbei. Weil du warst auch der Erste, der ankam. Ja, natürlich. Und dann hat sie gesagt, okay, nee, weißt du, was du meinst vom Ablauf her? Vom Ablauf, wenn ich, also das Happy End ist ja quasi dann das Ende des Tages. Ja. Ja, oder? Und ich kam als Erstes in dem Moment ja zu Jesse. Und dann werde ich ja abgelehnt. Danach muss ja der Gewinner kommen, David. Und ich habe es nicht gecheckt. Ich habe mich total gefreut, dass ich den weißen Anzug bekommen habe. Denn dieser weiße Anzug hat mir total gefallen. Aber warte mal. Ja, yeah. Woher wusstest du denn, dass David noch nicht dran war? Ja. Weil es so früh am Morgen war? Nein, weil es so früh am Abend war. Denn es war am Abend, es ging die Nacht der Rosen, die sind immer sehr, sehr spät, beginnen ja. die. Ich wurde gegen 12 Uhr quasi abgeholt vom Fahrer. Mitternacht? Mitternacht, ja. Oh das, Gott. Das ist relativ früh. Er muss ja auch das Licht alles passen. Ja. Oder es muss halt richtig dunkel sein, dass ihr die Fackeln alles auch schon bekommt. Das ist ja total gigantisch, die Kulisse. Und ja, die Damen saßen eben noch total entspannt da. Und wenn das Fresh-Up ist ja Fresh-Up, dann und Action. Ja. Okay. Und als das Fresh-Up dann, als ich der Erste mit dem Fresh-Up war, war ja klar, dass David noch nicht da gewesen sein kann. Ja. Also von hier war die Story da klar. Ja, wusstest du dann schon, okay, das wird jetzt glaube ich nichts mehr. Endgültig wusste ich es aber erst dann, als ich in meinem weißen Anzug auf dem roten Teppich auf sie zulaufe und sehe, dass sie ein weißes Kleid anhat. Ja. Wenn, es kann ja keine Happy-End-Szene geben, wenn sie ein weißes Kleid trägt und ich einen weißen Anzug trägt. Jeder kennt die Szene, die perfekte Schluss-Kuss-Szene, er in einem schwarzen Anzug und sie in einem weißen Kleid. Oder es muss ja ein entsprechendes Bild geben. Und da wusste ich dann schon, und man sieht es auch, wenn man das Finale nochmal anschauen würde, dann sieht man wirklich, wie ich hinlaufe und dann sagst du, what? Ja? Jeder würde vielleicht sagen, wow, ich möchte sagen in dem Moment, wow, sind wir toll beide Anzug. Aber eigentlich sage ich, verdammt, wir haben beides gleiche Outfit an. Und so war das dann. Aber warst du dann enttäuscht oder warst du nicht so enttäuscht, weil du ja eben dadurch, dass du es vermutet hast, dich im Vorfeld im Prinzip schon mit dem zweiten Platz abfinden konntest? Nee, also, weil du bist ja sehr cool damit umgegangen, ne? Ich habe ja trotzdem nicht wirklich geglaubt, dass ich die Rose nicht bekomme. Man hat ja so. Man läuft dann ja hin und sagt, okay, jetzt habe ich den weißen Anzug, und man hat dann einfach dieses schlechte Gefühl, aber man denkt ja trotzdem, okay, das kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein. Jetzt haben wir diese ganzen Wochen, diese tollen Days, die tollen Momente gehabt. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt die Rose nicht bekomme, ja. Und man hofft dann eigentlich immer, dass sie dann sagt, und ich habe mich verliebt, möchtest du die letzte Rose haben? Der Satz kam leider nicht. Aber als du dann raus warst, wird man auch sofort getrennt, oder? Du siehst sie auch nicht mehr. Ich habe sie tatsächlich das letzte Mal gesehen, als ich zum Bentley hingelaufen bin, die Tür aufmachen, habe ich mich nur einmal umgedreht und es war das letzte Mal, dass ich Jesse gesehen habe. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, wie ich euch seitdem nochmal gesehen habe. Nein, also auch keinen wir haben sie mehr gesehen, keinen Kontakt, würde ja im Moment auch nicht passen. Jetzt die Jesse und der David, die wollen sich jetzt eine Beziehung aufbauen. Was soll dieser Zweitplatzierte sich denn jetzt da noch einmischen und sagen, hey, lass uns doch mal zusammen einen Kaffee trinken gehen. Mhm. Also was soll man denn da reden? Aber würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass es irgendwie eine spannende Erfahrung war? Die Erfahrung war sicherlich eine der eindrucksvollsten in meinem Leben. Also einfach das mal zu sehen, was hinter der Kamera passiert. Also ich selber habe für mich sehr viel mitgenommen über meine Person, ich habe sehr viel über mich selber gelernt. Und auch der Prozess während des Lebens, also was ich jetzt auch alles nachträglich daraus mitnehme. Ja? Also quasi einfach dieses, wie bewegt man sich in der Öffentlichkeit? Ja. Also mit dem jetzt umzugehen, was aktuell frei einprasselt, ja? Das ist sicherlich eine Erfahrung, die einem Leben lang bereichern wird. Ja. Wie ist die Erfahrung, sich im Fernsehen zu sehen? Weil du warst ja einer von den Kandidaten. Ich will jetzt nicht sagen, du warst keiner, der jetzt ja gehasst wurde, aber du warst jetzt auch nicht der Liebling von allen. Also du warst immer, ich weiß gar nicht genau warum, also ich habe jetzt nicht jede Folge geguckt, aber manchmal, ich weiß auch nicht, was nicht gepasst hat, aber ich dachte manchmal so, oh, der ist irgendwie so, weiß ich nicht, nicht unsympathisch, aber irgendwie so, keine Ahnung, ich kann das ganz schlecht beschreiben. Auf jeden Fall ging das ganz vielen Leuten so, wenn man das in den Social Media verfolgt hat. Hast du dich selber auch so wahrgenommen eigentlich, wie das ausgestattet wurde, oder war es ein bisschen verschärfter, was ja normal ist, Schnitt, Musik, Sprecher und, ne? Genau, also das sind ja zwei Punkte, also das eine Mal, wie ich es mich selber wahrgenommen habe, ich selber habe es gesehen und habe mir selber einen Kopf gesagt, das war doch nie so, ja, und auch Gott sei Dank die Jungs, also ich habe jetzt wirklich mit jedem da gepflegten Kontakt und jeder sagt zu mir, hey, das ist wirklich gemein, was Schnitt und Musik und Kommentator auslösen können und was die aus einer Person machen können, ja, und dass mir, es war halt teilweise echt so, dass ich mich selber angeschaut und gesagt habe, wer ist dieser arrogante Kerl da vor der Kamera? Ja, das stimmt. Manchmal wirkt es ein bisschen überheblich, ne? Wahnsinn. Und ein cooler Spruch, den man mal so locker aus der Hüfte gebracht hat, kam dann wirklich als richtig schon verachtend. Ja. Ja. Und also das muss ich sagen, hat mich selber total verletzt, also dass man so dargestellt wird. Hat mich selber auch so Selbstreflexion gebracht, mehr drauf zu achten, ja, okay, wie verhält man sich? Genau gegenüber. Würde mich auch mal interessieren, die Leute, die das Video jetzt gucken, das würde mich wirklich interessieren. Also bitte alle drunter kommentieren, wie ihr
ihn jetzt im Prinzip hier im Gespräch wahrnehmen, weil dadurch, dass wir ja jetzt keinen Cut machen und keine Musik unterlegen und keinen bösen Sprecher haben, ist es ja tatsächlich echt jetzt. Ne? So. Und was kommt jetzt noch danach? Also was ist geplant danach? Willst du jetzt ins Dschungelcamp oder willst du jetzt, was gibt's noch? Promi Big Brother, Let's Dance? Es gibt natürlich, ja, also Naked Attraction gibt's heute. Oder ja. Muss jetzt Adam noch kein... Eva, genau, Adam sucht Eva gibt's noch. Wir haben da auch Kontakte, also wenn du Bedarf hast. Nee, oder sagst du jetzt, nö, hat mir Fernsehen gereicht, muss jetzt nicht unbedingt sein, nochmal. Also generell hat mich mir gerade momentan nicht richtig festlegen. Ich habe für mich pauschal entschieden, dass ich mir jetzt, wie sage ich das richtig? Also ich habe für mich pauschal entschieden, dass ich zu dem Thema Reality-TV einen gewissen Abstand haben möchte oder einfach quasi das Format wirklich zu meinem Charakter passen muss. Ja? Also ich möchte nicht pauschal sagen, dass das Fernsehen für mich gestorben ist, aber es ist auch nicht das Ziel, das jetzt stärker zu verfolgen. Was ich jetzt als nächstes Projekt quasi gestartet habe, ist mein eigenen YouTube-Channel. Mein Ding ist durch die Jugendarbeit. Der ist schon da, ne? Der ist schon verlinken wir an dieser Stelle natürlich. Wir sind ja sozial. Also check ihn mal bitte ab. Ja. Und da geht es um Motivation, da geht es darum, Ziele zu erreichen, seine Träume zu erfüllen und einfach ständig am Ball zu bleiben. Und das erfüllt mich, Menschen quasi eine Inspiration zu geben, denn ich sehe es in meinem Umfeld immer wieder, dass Leute ihr Potenzial einfach nicht nutzen und an den Punkt stehen, einfach nicht weiterkommen. Ja. Das motiviert mich momentan. Inwieweit ich da in der Öffentlichkeit weitermache, weiß ich heute noch nicht. Es gibt einige Angebote, aber es muss wirklich auch zu einem passen. Ja, und verbiegen im TV möchte ich mich wirklich nicht und auch nicht so hinstellen lassen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Und ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle Fragen gestellt, die ich wissen wollte. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr das ja drunter kommentieren, weil dadurch, dass er ja bei YouTube aktiv ist, hat er die Möglichkeit, unter dem Video euch diese Fragen zu beantworten. Gebt uns auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Zu welchem Thema, weiß ich noch nicht, aber wir werden es bald sehen. Sehr gut. Mega.